Ein weiteres Beispiel für eine Aufgabe zum Thema Extremwertbestimmung unter Verwendung von Nebenbedingungen. Szenario hier sei folgendes: Es soll eine Sportanlage gebaut werden mit einem Fußballfeld. Das Fußballfeld soll hier dargestellt werden durch das rote Rechteck. Dazu soll außen herum noch eine Laufbahn, eine Rennstrecke gebaut werden, die eben rechts und links von dem Sportplatz einen Halbkreis hat, ansonsten parallel zum Sport, zum Fußballplatz verläuft und deren Länge 400 Meter sein soll. Gleichzeitig soll der Fußballplatz in der Mitte so gestaltet sein, dass er eine möglichst große Fläche hat. So, wie können wir vorgehen? Überlegen wir uns zunächst einmal die eine Seite hier vom Fußballfeld. Diese hier, das ist ja der Durchmesser dieses Halbkreises, also dieses Kreises. Die benennen wir deswegen einfach mal D. Und die andere Seite von dem Fußballfeld dann eben E. Damit ist noch klar, wie ich den Flächeninhalt berechnen würde. Also den Flächeninhalt des Fußballfeldes, der wäre dann eben D mal E. So, gleichzeitig müssen wir uns zunutze machen, dass ich über D eben auch den Umfang dieses Halbkreisbogens oder die Länge dieses Halbkreisbogens habe, beziehungsweise mir einfach die Länge, die den Umfang des Vollkreises berechnen kann. Also berechnen wir mal für einen Moment den Umfang dieses ganzen Kreises. Dann gilt, der Umfang des Kreises ist 2 Pi mal r. Jetzt haben wir noch nicht r, sondern d. Also r wäre hier der Radius. Und d ist natürlich genauso lang wie 2r. Und damit wäre eben dann r gleich 1/2 d. Und das da kommt jetzt da rein. Sieht dann so aus, oder ganz einfach, u ist gleich 2, nicht mehr 2, das Kürzliche ging es weg, sondern Pi mal Durchmesser. Den Kreis hier schiebe ich mal wieder zurück. So, wir wollen jetzt mal die Länge der Rennbahn berechnen, oder beziehungsweise die Länge der Rennbahn kennen wir. Die ist nämlich 400 Meter lang. Oder anders ausgedrückt, meine 400 Meter kann ich auch schreiben als, ich lasse jetzt mal die Einheit Meter weg, 400 sind eben gleich Pi mal d, das sind die zwei blauen Halbkreise, plus zweimal dieser Strecke hier, nämlich zweimal e. Also Länge der Rennbahn setzt sich zusammen aus meinen zwei Halbkreisen plus zwei Seiten des Fußballfeldes. Und das, was ich hier habe, ist meine Nebenbedingung. Diese Nebenbedingung würde mir nämlich helfen, hier das Problem mit den zwei Variablen loszuwerden. Ich habe ja hier eine Funktion, die mir einen Flächeninhalt angibt, allerdings mit zwei Variablen. Ich hätte ja gern einfach eine Funktion, in der nur d oder nur e vorkommt. Beides könnte ich hinkriegen. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich eine Funktion mit
D oder mit E als Variable haben möchte, indem ich einfach meine Nebenbedingung benutze und diese nach D oder E umforme. Wenn ich rechnen würde, minus 2e, würde das dann so aussehen, dann noch teilen durch d, teilen durch Pi. Dann hätte ich hier meinen Ausdruck für d. Genauso könnte ich, wem das lieber ist, das Ganze auch nach e auflösen. Rechne minus Pi mal d sind 2e geteilt durch 2, nicht durch e geteilt durch 2. Da habe ich meinen Ausdruck für e. So, ich kann also das hier verwenden oder das hier, beides würde gehen. Diese Nebenbedingungen benutze ich jetzt, um meine Zielfunktion aufzustellen. Also ich könnte jetzt hergehen und für dieses d hier diesen Ausdruck einsetzen. Dann hätte ich eben eine Funktion a von e. Also hier würden nur Ausdrücke von e stehen, weil ich das d durch einen Ausdruck von e ersetzt habe. Oder eben andersherum, ich ersetze dieses E hier durch diesen Ausdruck. Das würde dann ergeben eine Funktion a von d mit nur Ausdrücken von d. Beides gleichwertig, für eins von beiden muss ich mich eben entscheiden, um meine Zielfunktion aufzustellen. So, die wäre erstmal, wenn ich das oben kopiere, a ist gleich d mal e. Wobei ich das d hier jetzt rausschmeiße und durch diesen Ausdruck hier ersetze. Das kommt jetzt da rein. Also das hier ist jeweils das gleiche. Und damit habe ich jetzt einen Ausdruck, der nur noch von e abhängt. Das heißt, ich darf hier auch schreiben, a von e ist gleich dieser Term. So, damit habe ich meinen halben Weg erreicht. Ich habe eine Funktion, die mir die Fläche des Fußballfeldes angibt, die nur von e abhängt und von der möchte ich gerne einen Extremwert bestimmen. So, bevor ich loslege, muss ich mir noch überlegen, welche Werte kann denn e überhaupt annehmen? E ist diese eine Kante vom Fußballfeld. Das heißt, wenn die ganze Laufbahn 400 Meter lang ist, kann ja E auch nicht beliebig groß sein. Wenn E 200 Meter lang wäre, dann wäre D gleich 0 und die Kreisbögen wären verschwunden. Und die Fläche vom Fußballfeld wäre auch 0. Also E ist allerhöchstens 200 Meter lang und am wenigsten natürlich 0 Meter, würde auch keinen Sinn machen, dann hätte wäre das Fußballfeld der Strich bestehend aus D. Das heißt, ich notiere mir hier eben einfach mal dazu, E liegt in einem gewissen Bereich, die Definitionsmenge, die lautet dann, E muss größer sein als 0, aber kleiner oder gleich 200 Meter. So, an den Rändern habe ich natürlich einen extremen Flächeninhalt,
nämlich vielleicht eine Null des Fußballfeldes. Das heißt, es gibt man schon Hinweis darauf, dass wahrscheinlich das Maximum dazwischen liegt. Also legen wir los mit Extremwertbestimmung. Dazu müsste ich diese Funktion hier nehmen und ableiten. Um die ableiten zu können, schreiben wir die erstmal ein bisschen um. Also statt e schreiben wir e durch 1 und multiplizieren das einmal aus. So kann ich es immer noch nicht gut ableiten. Jetzt muss ich den Bruch aufteilen, sodass ich zwei einzelne Summanden dort stehen habe. Und das Ganze schreibe ich mir dann als 400 durch Pi mal e minus 2 durch Pi mal e Quadrat. So, das ist meine Funktion. Die Variable ist e. Das hier sind alles nur konstante Faktoren, die beim Ableiten bestehen bleiben und ich leite nach der Variable e ab. Also das ist a von e, dann ist die Ableitung a' von e gleich. Hier fällt es weg, minus 2 mal 2 durch Pi mal e hoch 1. Kann ich einfach schreiben als 400 durch Pi minus 4 durch Pi mal e. Und dann auch gleich noch die zweite Ableitung. Da fällt der Term hier komplett weg. Und es bleibt als zweite Ableitung nur noch übrig 4 durch Pi. Pi ist ja keine Variable, sondern eine Konstante. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist auf jeden Fall negativ. Das heißt, was auch immer ich gleich rauskriege oder an einem möglichen Extremwert, der in diesem Definitionsbereich natürlich liegen muss, dem hier, also nicht an den Rändern, sondern irgendwo in der Mitte, von dem weiß ich dann, dass das ein Maximum ist. Also legen wir los und setzen a' von e gleich 0. Sieht dann so aus. So, jetzt können auch noch das Pi wegfallen. Multipliziere die ganze Gleichung mit Pi durch. Dann bleibt stehen, 4e sind gleich 400. Und nochmal durch 4 teilen. Und ich habe meinen Extremwert. Bei e gleich 100 müsste diese Fläche hier maximal werden. So, nur der Form halber werfen wir noch einen Blick auf die zweite Ableitung. Die ist ja konstant. Konstant gleich immer diesem Ausdruck. Also auch wenn ich dort 100 einsetze. Das heißt, a2' von 100 ist kleiner 0. Und damit liegt ein Maximum bei e gleich 100. Jetzt können wir noch d bestimmen. Ich setze einfach e gleich 100
in D ein, hier, dann habe ich einen Wert für D. Also setze hier 100 für E ein, dann ist D gleich 400 minus 200 durch Pi, das ist gleich 200 durch Pi. So, gerundet wären das dann ungefähr 63,66. Einheit wären Meter, aber die habe ich jetzt mal weggelassen. So, damit kann ich meine Fläche berechnen. Mit E gleich 100, hier schreibe ich wieder die Meter hin, und D ungefähr 63,6 Meter ist die Fläche von dem Feld gleich 6.366 Quadratmeter. Ganz formell ist natürlich ein Ungefährzeichen.